Schön, dass Sie Kulturzeit sehen. Guten Abend. Herzlich willkommen zur Kulturzeit. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Kulturzeit. Guten Abend miteinander. Willkommen bei der Kulturzeit. Vier Moderatoren, vier Sender, drei Länder und eine Doppelspitze. Das anfängliche Experiment Kulturzeit hat sich in 23 Jahren zu einem wahren Fernsehjuwel entwickelt. Der Erfolg von Kulturzeit liegt, glaube ich, an diesem gemeinsamen Ereignis, das wir jeden Tag stemmen mit den Partnern gemeinsam, mit vier Sendern aus drei Ländern und mit den Mitarbeitern hier, die sich als ein Team verstehen und die Tag für Tag diese Sendung stemmen. Zwischen den Heute-Nachrichten und der Tagesschau gelingt es der Redaktion, die Tagesereignisse aus kultureller Perspektive zu beleuchten. Dabei sind globale Debatten ein wichtiger Bestandteil der Sendung. Chimamanda Ngozi Adichie ist zu einer der wichtigsten Wortführerinnen des Feminismus und der Black Lives Matter-Bewegung geworden. Amerika war für mich immer der Inbegriff der Demokratie. Mit einem wie Trump scheint Rassismus und Frauenhass völlig normal geworden zu sein. Kulturzeit mischt sich ein. Die Berichterstattung ist meinungsstark und zeigt Haltung. Fremde in unserer Mitte, wir gegen sie. Das wirkt in einer globalisierten Welt wie ein längst überwundener Topos. Die Sendung hebt nationale Grenzen auf und öffnet den Blick auf das deutschsprachige Europa. Es gibt eine sehr große Identifikation mit der Kulturzeit und auch mit diesem transnationalen Anspruch, eben nicht nur ein deutsches Format zu sein, sondern auch Österreich und Schweiz mitzudenken. Schlachtfelder der Liebe, Kämpfe um Macht und die eigene Seele. Es ist wieder Festspielzeit. Kulturzeit will unterhalten, mit Erkenntnisgewinn. Die Sendung wirkt manchmal wie eine Wundertüte. Fünfmal in der Woche, 38 Minuten Kultur, live. Guten Abend aus Hamburg, Herr Schneeberger. Warum schreibt Marx denn ständig über Vampire und nicht zum Beispiel über Heuschrecken? Zeig mal. Okay. Die Sendung hat einen breit gefächerten Kulturbegriff. Kultur als Schmiermittel des gesellschaftlichen Diskurses. Deshalb wird auch die MeToo-Debatte ausführlich diskutiert. Was hat denn ein Jahr MeToo bei uns bewirkt? Es war wie ein Gongschlag. Und ich glaube, die Geschwindigkeit, mit der diese Welle auch in Deutschland, in Institutionen und in Familien gegriffen hat und wirklich so einen Schall losgetreten hat, heißt ja, dass schon sehr, sehr lange etwas gebrodelt hat. Kulturzeit ist das Aushängeschild der Kulturberichterstattung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Also ich nehme wahr, dass die Erwartung an die Kulturzeit in den letzten zwei Jahren noch mal sehr stark zugenommen hat. Und zwar im Rahmen dieser ganzen Diskussion, wie viel öffentlichen Wert, wie viel Public Value hat das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Und natürlich ist ein tägliches Format wie die Kulturzeit ein Format, wo man vorbildlich Public Value erzeugen kann. Kulturzeit sucht das Gespräch mit Zuschauern und Kulturschaffenden wie hier in Chemnitz. Kulturzeit zeigt Flagge und fördert Dialoge. Was ist denn dein Eindruck, was ist mit einem solchen Konzert zu erreichen, vielleicht auch ein bisschen längerfristig? Also heute sorgt es zumindest dafür, dass aus Chemnitz andere Bilder in die Welt gestrahlt werden. Also friedliche Parolen für Vielfalt und Toleranz. Also mit Chemnitz war das einfach so, dass wir sehr schnell reagieren wollten. Wir sind ein Kulturmagazin, das politische Themen verhandelt, aber mit einer kulturellen Perspektive, würde ich sagen. Ja, und es geht auch um die ganz großen Fragen, um die globalen Fragen. Was ist Kultur? Wie wollen wir miteinander leben? Das größte Potenzial der Sendung aber sind die Menschen, die für Kulturzeit arbeiten. Das Programm ist deshalb so erfolgreich, weil das Team begeisterungsfähig und kreativ ist und sich mit der Sendung zu 100% identifiziert. Die Redaktion der Kulturzeit erhält den diesjährigen Hans-Joachim Friedrichs Sonderpreis.